Also wir sind ein Familienbetrieb, klassisch sechste Generation, schon 1872 gegründet, haben also bald 150-Jähriges. Und dann ist das vielleicht auch eine Erklärung, warum uns manchmal alte Gebäude interessieren. Also die Grundsituation vielleicht auch nochmal geschichtlich, haben wir jetzt zum Gebäude noch die Situation, dass der Kirchenbau grundsätzlich mal in den Grundmauern von 1300 ist. Der Turm auch der älteste Teil ist und der wird so um ca. 1500 sein und dann kommt eben ein modernerer Anbau. Die Dachform jetzt ist quasi von 1900 und wir hatten dort die Herausforderung, dass wir mit verschiedenen Ziegeln eben arbeiten mussten. Zum Teil liegen eben Ziegel von 1500 auf dem Dach, also wirklich alte Ziegel, die wiederverwendet worden sind bei der neuen Konstruktion. Und wir hatten dann schon erstmal die Herausforderung, auf welche Ziegelform eignen wir uns, weil drei verschiedene Modelle auf dem Turm liegen. Und wir haben dann uns für einen Ziegel entschieden, den wir auf die Anbauten legen, also den ältesten Ziegel. Und auf einen Ziegel, der bauzeitlich für uns stimmig war, den produzieren wir nach und haben dann quasi die übrigen Flächen mit Bestandsziegeln und ergänzenden Ziegeln dann eingedeckt. Vielleicht mal ein paar Eckdaten. Der Turm ist 58 Meter hoch, also ist für Logistik eine relativ große Herausforderung. Vom Prinzip war es so, wir waren schon recht früh hier eingebunden und haben Voruntersuchungen gemacht. Der Kirchturm hat die Herausforderung gehabt, dass sich große Ziegelmengen gelöst haben, zum Teil auch ganze Fürste sich abgelöst haben und dadurch, dass der so eng bebaut ist, natürlich die umliegenden Gebäude auch gefährdet waren. Dann hat man in der Notsicherungsmaßnahme mit Seilsicherungen im Grunde Netze montiert, um diesen Turmdach einfach zu sichern und hat dann eben die Kosteneinschätzung gemacht. Ja, und als wir die Gesamtkosten aufgestellt haben, ging das in eine beschränkte Ausschreibung. Wir haben diese Ausschreibung gewonnen und haben das Projekt dann angehen dürfen. Wir haben dann im Jahr, das muss ich überlegen, 2018 das Projekt begonnen und haben in einer Bauzeit von 9 Monaten den ganzen Turm saniert, was eine sehr gute Zeit ist. Haben also im Mai begonnen und waren am Jahresende, haben wir den Turm wieder abgerüstet. Also meine Aufgaben bei der Firma sind Restaurierung, Neubauten, Sanierung und alles, was dazugehört. Also ich würde das Fazit hier in der Kirche in Sipplingen als sensationell beschreiben. Das ist was für mich, was nicht jeder Zimmermann machen kann. Und einfach für mich und für die Firma auch was Außergewöhnliches war oder ist. Und dass wir das vielleicht noch ein, zwei Mal machen werden, das würde uns bestimmt freuen. Diese Farbgebung, die ist sehr intensiv, aber ich sag mal, das Projekt, so groß es ist, kann man vielleicht auch drüber reden. Wir hatten, ich glaube, 3 bis 4 Denkmaltermine, das sind sehr wenige. Und diesen Umgang mit diesen alten Werkstoffen ist mir enorm wichtig. Und ich will diese Materialität und dieses Handwerk eben erhalten. Und wir haben uns früh darum gekümmert, wie kann man solche Ziegel erhalten, wie kann man sie nachfertigen. Und eben weg von dem Gedanken, ich muss immer alles neu machen, da bin ich auf Nummer sicher unterwegs. Und natürlich kümmern wir uns um diese Fragen, wie muss man das Dach warten? Kann man überhaupt nach den aktuellen DIN-Normen solche Dächer dann eindecken? Sturmsicherung, Klammern und so weiter, dieses Thema. Ja? Also ich habe mich zu dem Sanierungsreis beworben, weil ich hier ein Projekt habe, wo emotionsgeladen ist, wo ich eigentlich alles zeigen kann, was wir tun. Und ich war natürlich auch ein bisschen neugierig, wie wird es positioniert, was kommt dabei raus. Ich halte den Preis für sehr aussagekräftig und mit einer hohen Strahlkraft auch auf bundesweiter Ebene. Und ich denke, man tut gut dran, wenn man solche Auszeichnungen für sich als Betrieb einheimst, weil das ist einfach ein tolles Marketing-Signal und man kann einfach auch darüber reden, was die Mitarbeiter täglich für eine besondere Arbeit leisten und man kann es einfach außen zeigen und da darf man auch stolz drauf sein. Ja.